Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. CD Projekt Red. Red Engine. Und viele andere. Bei diesem Spiel handelt es sich um Fiktion. Warnung kann epileptische Anfälle auslösen. Und diese Warnung sollte man in diesem Fall hier ernst nehmen. Habe ich mir sagen lassen. Guten Morgen, Night City! Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie eine solide 30. 10 davon aus Hellwood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo erneut Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica! Naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume! Cyberpunk 2077. Drücken Sie, um vorzufahren. Hacken. Ja, liebe Freunde, und damit erstmal herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Lange hat's gedauert. Endlich kann ich's hoffentlich zocken. Endlich hoffentlich. Ja, willkommen hier zu Cyberpunk 2077. Ich habe das Spiel ein halbes Jahr vorher schon vorbestellt. Hab mich sehr darauf gefreut. Nur leider war mein System eins von denen, bei denen das Spiel dauerhaft abgestürzt ist und jetzt erst mit der Version 1.11 läuft es einigermaßen stabil, was ich testen konnte. Ja, und hoffe mal, dass ich jetzt hier relativ absturzfrei zocken kann. Bisher ist es immer abgestürzt, direkt nach der Charaktererstellung. Oder noch währenddessen, wir spielen hier auf normal, ich gehe schon mal rein, Schwierigkeitsgrad. Ja, ich glaube, ich war selten so gehypt wie von diesem Spiel. Also ich glaube, das letzte Mal bei, vor 20 Jahren oder so, bei Diablo. I don't know. Ja, was spielen wir denn? Wir haben ja hier drei verschiedene zur Auswahl. Die meisten nehmen den Nomaden. Wir haben hier noch den Konzerner. Aus der Konzernwelt kommen nur weniger lebend heraus. Und noch weniger behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast Gesetze umgangen, Geheimnisse ausgenutzt und Informationen als Waffe eingesetzt. Fairness gibt es nicht. Nur Gewinner und Verlierer. Diesen Storystrang, davon gibt es glaube ich die wenigsten Let's Plays. Es wäre sehr interessant, den zu nehmen. In meinen Tests, ich habe ja geguckt, ob das Spiel läuft und habe dann natürlich hier mal die verschiedenen Start-Intro-Sequenzen mir angeschaut und fand die Street Kid-Intro-Sequenz, also der Start, den fand ich am geilsten eigentlich. Es heißt, wer die Straßen von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Du bist mit Gangs, Fixern, Puppen und Dealern aufgewachsen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass die Schwachen den Starken dienen. Das einzige Gesetz, das du in Night City noch nicht gebrochen hast. Ja, also, das ist das geilste Intro. Aber ich finde, die geilste ist, ja, weiß nicht, ich finde den Nomaden immer noch den geilsten Charakter. Du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches. Es hat auch Vorteile, einen Nomaden-Clan anzugehören. Ehrlichkeit, Vertrauen und Freiheitsliebe. Werte, die man in Night City selten findet und die niemand kaufen kann, gelten hier viel. Ja, so ist das nämlich. Ich finde, zum einen hast du hier am Anfang direkt eine Karre. Ja, es ist jetzt, glaube ich, nicht zu viel gespoilert. Und zum anderen finde ich hier das normale Leben irgendwie noch am sympathischsten, auch wenn es hier von den meisten Let's Plays gibt. Tut mir leid, das hat wohl seinen Grund. Ich werde auch den Nomaden Let's Playen.
Und du kannst dir sicher sein, aber gut, dass ich die anderen zwei auch noch durchzocken werde, aber nicht als Let's Play, sondern für mich. Aber ich werde dieses Spiel auskosten, bis es nicht mehr geht. Also alles. Ich nehme hier alles mit. Es wird ein sehr ausführliches Let's Play. Kannst du dich darauf verlassen, denke ich mal. Was nicht so ausführlich wird, weil ich da überhaupt keinen Bock drauf habe, ist die Charaktererstellung. Hier, ich zeig mal eben. Ich weiß nicht, ob sie den Bug weggemacht haben. Komme ich gleich zu. Man kann sich ja hier wirklich. Warte mal. Hallo? Warum springt der jetzt nach oben? Was ist denn das für ein. Ist das ein neuer Bug? Sekunde mal. 12.000 DPI, daran liegt's nicht. Ja, der Bug ist immer noch irgendwie. Der springt automatisch darüber manchmal. Wenn man hier mitten in der Charaktererstellung ist. Sehr crazy. Ich weiß nicht, warum sie das nicht rausgenommen haben. Da haben sich auch schon viele drüber aufgeregt. Also. Ja, auf jeden Fall kann man hier sehr obskure Persönlichkeiten machen. Sehr bunt. Sehr vielfältig. Mann, da will ich doch gar nicht. Habe ich nicht drauf. Der springt ja einfach so durch die Gegend. Sehr, sehr bunt und ich. Da. Also, ich drücke nichts. Das Einzige, was ich mache, ich klicke hier auf der Maustaste, hier auf den Random-Button und der springt einfach. Die Maus springt einfach irgendwo hin. Naja, ist aber wurscht. Solange das der einzige Bug bleibt in dem Spiel. Aber sobald man hier mit den Pfeiltasten hin und her drückt, dann springt auch die Maus mit rum. War ist ja lustig. Naja, also. Aber hier, so einen Typen, den kann ich mir nicht lange angucken. Also ich meine, man kann sich hier echt auslassen. Aber I don't like it. Und deshalb, also ich finde den Standardcharakter, ich habe mich so gewöhnt an die, an den Charakter aus den ganzen Trailern. Ich hätte gern einen, der ähnlich ist. Hallo, kannst du mal hier, was ist denn jetzt los? Warum setzt ihr denn nicht hier zurück? What the heck? Ist das ein neuer Bug oder was? Willst du mich verarschen? Auswählen, scrollen, weiter. Wie kann man denn hier. Wieso geht das denn jetzt nicht mehr zurückzusetzen? So, da bin ich wieder. Musste das Game nochmal neu starten. Jetzt hat er das auch wieder zurückgesetzt. So, also, ich würde gerne hier Mr. Standard nehmen. Ja, nichts Großartiges ändern. So zwei, drei Sachen. Die Frisur sitzt. Lass ich mal so. Und dann gab's. Ja, warte mal ganz kurz. Zwei, drei Sachen. Aber ich halte mich nicht lange auf hier. Da machen ja manche eine halbe Stunde oder länger. Ich meine, hier die Frisur finde ich auch noch ganz cool. Auf jeden Fall irgendeine kurze Frisur. Ich hatte erst überlegt. Ich zeig mal eben die hier. Ne? Wie Johnny Silverhand. Aber irgendwie keine Ahnung. Da kann ich mir auch nicht ewig angucken. Das sieht komisch aus, das sieht komisch aus. Ja. Hier gab es noch so die eine oder andere, die ganz lustig war. Sowas ginge theoretisch auch noch. Hier, das wäre auch noch. Das wäre auch noch okay. So könnten wir auch rumlaufen. Aber ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie. Ja. Lass mal das. Ich lasse die Standardfrisur. So. Das einzige, was ich ändere hier, Augenfarbe. Dann nehmen wir mal irgendwas. Ein bisschen auffälliges. Der Rot finde ich ganz cool irgendwie. Das finde ich jetzt, weiß nicht, sehr übertrieben. Da gibt es schon ein paar interessante Muster, aber dann nehme ich mal hier Rot. Das ist zwar ein bisschen anders, aber nicht ganz so Augenbrauen. Augen. Lassen wir die 1. So, das Einzige, was ich noch machen wollte, ist, ich glaube,
Ich wollte das Kinn so ein kleines bisschen. Was war mit der Nase? Nase? Wird eh schnell gebrochen. Hier. Aber weiß ich nicht. Dicke Nase, dünne Nase. Ah, da ist er wieder nach oben gerutscht. Wo hat man die Nase? Ja, also, ich lasse es einfach bei der Nase Nummer 1. Wie viel gab es da jetzt? So viele. Gut. Mund lassen wir auch. Kiefer, so, Kiefer. Und da wollte ich. Okay, Pausbäckchen wollte ich jetzt nicht. Aber. Ich schau mal ganz kurz. Ach Mann, ey. So ist der normal. Okay, jetzt gucken wir mal nach vorne. So, der ist schon ein bisschen breiter. Kiefer 12. Kiefer 12. Ah, ich nehme den. Ist auch okay. Die Nummer 8. So, ansonsten Bart bleibt so, wie es ist. Bartstil, Bartfarbe. Bartfarbe gefällt mir nicht. Bart wird schwarz. Schwarz, habe ich gesagt. So. Augenbrauen. Schwarz. Haarfarbe. Schwarz. Dankeschön. So, oder was haben wir hier als Haarfarbe noch? So ein etwas bräunlich, ja komm. Die Augenbrauen sehen jetzt auch ein bisschen. So, lassen wir das so. So, Cyberware. Wir nehmen diese Standard-Cyberware. Da mache ich nichts. Name im Gesicht, Tattoos, Piercings, Zähne. Bleibt alles so. Wir wollen kein Make-up. Schönheitsfehler hat er nicht. Fingernägel ist auch okay. Nagelfarbe, ja. So, das Einzige, was ich jetzt hier noch mache, sind ein paar Tattoos am Körper. Und zwar das hier. Fertig aus ist die Kiste. Und ich glaube schon, sind wir fertig. Was gab es hier noch? Hier gab es ein paar. Viele gibt es ja nicht. Aber ich finde, das ist ganz okay. Narben am Körper. Ja, hier, komm. Ist halt. Nee. Hatten wir noch andere Tattoos? Tattoos am Körper? Hier Tattoos im Gesicht. Was? Ich bin Wie. Ich bin Wie. Ja, das wissen wir doch. Genau, hier so in den Haaren hätte ich, wenn er nur ein Tattoo haben wollen.
denn sowas? Ach, der springt immer nach unten. Aus. Okay, wir lassen's. So, wir sind fertig. Weiter. Alles klar. Ja, wir sehen ziemlich startmäßig aus, finde ich. Und das ist auch gut so. So, jetzt ist hier die Frage, wie verteilen wir das Ganze? Konstitution ist natürlich ganz schön. Zusätzliche Gesundheitspunkte und Ausdauer nehmen wir auf jeden Fall ein. Intelligenz macht sexy. Cyberdeck, Speicherkapazität 4%. Schaden von Quick Hacks. Ja, ich weiß nicht, ob ich so der Hacker sein will. Passives Ausweichen und gegnerisches Angreifen wird um 1% erhöht. Kritische Trefferchance, das ist auf jeden Fall gut. Technische Fähigkeit, bestimmt Tech-Waffenlevel. Und die Panzerung ist natürlich gut. Coolness, kritischer Schaden wird erhöht. Coolness ist immer cool. So, wir haben noch 3. Also ich bin auf jeden Fall hier für Konstitution. Reflexe. Schaden mit Mantisklingen wird um 3% erhöht. Schaden des Stealth-Modus wird um 10%. Ich spiele eh nicht viel Stealth, weil ich bin eher der offensive Player. Also machen wir mal so. Intelligenz, ich will jetzt nicht so hacken, lassen wir das mal erstmal. So, ich denke, das ging eigentlich recht flott im Gegensatz zu anderen mit der Charakterentwicklung. Und den kann ich auch öfters angucken. Und der ähnelt dem zumindest, naja, nicht wirklich, aber mehr als irgendeine komische Promenadenmischung. So eine bunte. Bestätigen. Und los geht's. Cyberpunk 2077, fortfahren. And here we go. So, da sind wir. Am Anfang ein bisschen ruckelig unterwegs. Das ist aber irgendwie immer in der Anfangssequenz. Bei mir. So, was machen wir hier? Aufnäher entfernen, warum auch immer. Beckers. Elektrische Kupplungseinheit. Du meintest, es wäre nichts Ernstes, als ich hier war. Du warst dir sicher. Boah, ist das hier echt am Rugeln? Ist ja nicht zu fassen mal wieder. Ja, ich glaube, ich brauche eine neue Graka. Es ist, dein erster Besuch in Night City. Verfolge die Tutorials aufmerksam, bla bla. Okay, das machen wir. Das werden wir uns natürlich anschauen. Ich habe gehört, man ist jetzt in einer anderen Werkstatt, wo keiner fragt, was ein Nomade allein an der Grenze macht. Boah, die Mikro-Ruckler sind scheiße, echt. Aber ich habe keinen Bock auf, was haben wir denn da? Das nehmen wir natürlich. Ich habe keine Lust auf Bewegungsunschärfe. Das finde ich ganz schrecklich. Dann habe ich lieber Mikroruckler. So, was haben wir hier noch? Nehmen wir auch. Was kann ich hier alles nehmen? Benutzen? Nö, will nicht. Sprich mit dem Nomaden. Sprich mit dem Mechaniker. Das machen wir. Gleich. Nachdem ich mich hier umgeschaut habe. Karte. Vereinigungskrieg für Idioten. Lesen? Hä? Der Vereinigungskrieg für Idioten. Der Vereinigungskrieg ist der jüngste Konflikt in Nordamerika seit dem Kollaps. Er dauerte vom Jahr 2069 bis Juni 2070. Obwohl der Vereinigungskrieg offiziell als Krieg zwischen den New United States of America, NUSA, aha, und den Regierungen der Free States bezeichnet wird, ordnen ihn die meisten Experten als Konzernkrieg ein. Ja, was? Wie alle Kriege. Bankenkriege, Konzernkriege, sind doch alle Kriege. Ist doch.
Müsste man mal wissen. Es ist wohl bekannt, dass die NUSA vom Militech, Militech-Hardware, Personal und anderen Ressourcen unterstützt wird. Während der Free States eine beachtliche, wenn auch stillschweigende Unterstützung von Arasaka Corporation, ja, oder Arasaka Corporation erhielten. Also Arasaka hört sich ein bisschen asiatisch an, vermutlich, ja, wer weiß, die Chinesen. Der Vereinigungskrieg ist auch als Metallkrieg oder als die Metallkriege bekannt. Da ist in diesem Verlauf eine Vielzahl gepanzerter Kavallerieeinheiten, Panzers, zum Einsatz kam. Gepanzerte Kavallerieeinheiten nennen die sich hier. Was sind das? Warum nicht direkt Tanks? Hä? Sehr merkwürdig. Sojapaste. Also ich kann mich hier scheinbar direkt ein bisschen eindecken. Mit ein paar Sachen. Ob ich die brauche, wird sich zeigen. Ich habe mich nicht spoilern lassen, sage ich nur mal direkt. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe mir kein Let's Play angeschaut. Nur die Intros und Charaktererstellung im Zuge meiner Stabilitätstests. Ich guck, wie das bei anderen so läuft. Aber so habe ich mich hier nicht spoilern lassen, von daher. Da kann man natürlich drüber singen, we lost everything. Wasser, das nehmen wir auf jeden Fall. So, habe ich jetzt alles? Ja, ich glaube, jetzt habe ich hier alles mehr abgesucht. Mülleimer, gibt nichts. Was haben wir hier noch? Spraydüschen, hier war ich an dem Bildschirm. Ne, das war nicht der Bildschirm. Na gut, sprechen wir mit dem Mechanic. Hey, na du? Mach ich auch. Geh zur Seite. Aber hast du einen Schimmer, was du tun musst? Was hat der denn da am... Kurzstießen, ich umgehe die Kupplung. Ich umgehe die Kupplung und improvisiere einen Hitzdraht. Auf der Kompressor immer weiter. Ein Kolbenfresser. Kolbenfresser. Hat irgendwer die Null gewählt? Ja, also wir schauen uns mal die Karre an. Das ist ein Mobil, mit dem wir hier jetzt erstmal durch die Gegend cruisen. Erstmal ein bisschen, so. Ist ganz nett, oder? Kann man sich geben. Steigen wir ein. Okay, mal sehen, was jetzt passiert. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich hab's dir gesagt. Ah. Gar nicht mal übel. Fragt sich nur, wie lange das hält. Lang genug, bis ich Night City erreiche. Da überlege ich mir was anderes. Schön. Logisch. So, machbar, machbar. Ich suche Jackie Wells. Ich suche jemanden. Jackie Wells. Hast du ihn zufällig... Nein. Ich sag doch, machbar. Bestenfalls mittelmäßig. Eine richtige Reparatur. Hättest auch Spucke und Klebeband nehmen können. Es läuft. Mehr muss es nicht. Na ja, gut. Die Antenne an dem Schrotthaufen sieht nicht nach viel aus. Da kommt jemand. Was du nicht sagst. Hey, warum musst du das verschwinden lassen? Hey Mike, ist das illegal? Dass du Kundschaft hast. Er ist vor ein paar Stunden reingerollt. Ich dachte, er hätte dich angerufen. Überhaupt kein Problem, Mike. Wir klären das schon. Hey. Was los? Weißt du nicht, dass man dem Sheriff Bescheid sagt, wenn man in eine Stadt kommt? Was? Erklärt, was man da zu suchen hat. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Ah ja. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Das beantwortet nicht meine Frage, oder?
Was ist das denn für ein Vogel? Mein Name ist Andrew Jones. Hast sicher schon von mir gehört. Nö. Nicht, dass ich wüsste. Hab im letzten Krieg gedient. Spezialeinheit. Silber Shogun. Sagen dir die was? Silber Shogun? Nein, nie gehört. Machst dich wohl gerne unbeliebt, was? Was will der denn? Ist das eine Nomadenkarre? Hätte ich mir denken können. Hast du ein Problem? Also ich meine... Ja, die kommen sich immer so furchtbar wichtig vor. Reparier sie und hau ab. Plötzlich keinen Grund hier zu bleiben. Hä? Verdammt richtig. Den hast du nicht. Nichts kotzt mich mehr an als ein abgewichster Streuner. Ja. Wo hat dein Clan sein Lager aufgeschlagen? Und mich kotzt nichts mehr an als ein abgewichster Sheriff. Gehörst du zu denen, die alles glauben, was die Politiker sagen? Dass Nomaden das größte Übel der Welt sind? Ach ja. Nein. Ich schätze Ordnung. Jetzt verstehe ich. Die Konzerne haben uns Ordnung gebracht. Natürlich. Und ich will, dass sie erhalten. Die Konzerne bezahlen dich und haben dich wie ein Hund an der Leine. Aber du willst nicht sehen, wenn man mich von der Leine lässt. Also nochmal. Wo ist dein Clan? Es gibt keinen Clan. Es gibt kein Lager. Ich bin alleine hier. Kaufe ich dir nicht ab. Euch Köter gibt's nur im Rudel. Meine Familie ist zerrüttet. Darum bin ich unterwegs nach Night City. Ein Ausgestoßener unter Ausgestoßenen. Hoffe, du haust eher früher als später wieder ab. Hatte gehört, der Ort ist besonders gastfreundlich. Schön zu sehen, dass das stimmt. Klar sind wir gastfreundlich. Zu Leuten, die wissen, wie man sich benimmt. Hab ein Funkturm von unterwegs gesehen. Meine Antenne ist im Eimer. Und ich muss wen kontaktieren. Nein, du musst ohne weiteres Gerede von hier verschwinden. Wir wollen nicht, dass du hier rumlungerst. Okay. Wer ist denn wir? Hörst dich echt gerne reden. Du hörst dich echt gerne reden, oder? Was hast du gesagt, hä? Wiederhol das ruhig. Ich? Hab nichts gesagt. Mhm. Ist auch gesünder. So, Steuer AD. Ja, gut, es ist. Wow, cool. Ja, alles klar. Das ist das erste Mal, dass ich mit der Karre fahre. Das habe ich noch nicht getestet. Uiuiui.